Danke, Herr Dr. Schanz, dass Sie sich dazu bereit erklären, das kurze Gespräch, das Feedback-Gespräch mit mir zu führen. Und ja, das ist nicht selbstverständlich, deshalb vielen Dank. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen und sagen, uns mitnehmen, was Sie eigentlich genau machen? Ja, ich bin der Dr. Schanz. Ich bin in einer Einzelpraxis, bin 53 Jahre alt, bin seit 15 Jahren in Großheim in einem sehr ländlichen Raum. Das heißt, ich bin in einer Praxis mit einer Einwohnerzahl drumherum vom Dorf her von 3000 Einwohnern. Und es ist sehr schwierig für mich, sage ich jetzt mal, Personal zu finden. Und ja, jetzt ging es für mich darum, einfach meine Wege neu zu beschreiten, drücke ich es mal so aus. Ja, okay, verstehe. Welche Ergebnisse konnten Sie denn in unserer Zusammenarbeit sehen? Welche Ergebnisse haben wir geschafft? Also im Prinzip, die Ergebnisse waren sehr gut, weil ich letztendlich über einen längeren Zeitraum feststellen musste, dass ich kein Personal mehr finden konnte. Und ich habe den Herrn Gößmann letztendlich auf dem Weg, das muss man selber überlegen, über Initiativbewerbung von seiner Seite letztendlich kennengelernt und konnte dann, sage ich jetzt mal, erkennen, dass neue Medien einfach notwendig sind und habe zwei Bewerberinnen gefunden oder zwei Mitarbeiter finden können in einem Zeitraum von knapp 2 Monaten, was für meine ländliche Region schon ein sehr gutes Ergebnis ist, weil man sonst teilweise Jahre suchen musste, bis irgendwas passierte. Also so gesehen, sehr gute Ergebnisausbeute. Ja, wollen Sie uns nochmal mitnehmen, was Sie schon vorher probiert haben? Im Prinzip war es früher so gewesen, dass ich mal nur Anzeigen geschaltet habe, bis, sag ich mal, trotz des finanziellen Aspektes dann eigentlich gar nichts passierte, bis, sag ich mal, 0 Bewerbungen herauskamen. Dann habe ich versucht, letztendlich logischerweise über den Patientenstamm mit Aussagen und solchen Geschichten was zu machen oder kleine Aushänge zu machen in Schulen oder sowas in der Richtung, wo ich dann also auch immer weniger Resonanz fand. Und dann kommt man an den Scheideweg, dass man dann doch sich also auch, ich sag mal, den Social Medias dann öffnet. Und dann aber an dem Punkt ist, dass man sagt, ja, da brauche ich jetzt einen Fachmann und den habe ich mit Herrn Gößmann auf jeden Fall gefunden, der mich dann an die Hand genommen hat, um letztendlich dann in dem Bereich Instagram und Facebook erstmal mit dem Thema, sag ich mal, vertraut zu machen und dann letztendlich auch zu zeigen, wie setze ich da überhaupt irgendwas um. Okay. Wie fanden Sie die Projektumsetzung? Das heißt also sowohl irgendwie die Kommunikation als auch, wie gesagt, bis zum Weg der Ergebnisse, sage ich mal. Ja, also es ging sehr schnell, muss man wirklich sagen. Also das erste Kennenlernen war sehr zügig. Dann gab es auch, was ich gut finde, auch dann diese Videokonferenzen, weil dann ist man sich trotz in Anführungsstrichen der Entfernung doch nah und kann, sage ich mal, schnell reagieren. Da ist der E-Mail einfach zu langsam beziehungsweise zu abstrakt. Und ich drücke es mal so aus, dann kriegt man seine Aufgaben. letztendlich kriegt man aber auch aufgezeigt, wie man was machen soll, damit, sage ich mal, etwas funktioniert. Und das ging also wirklich dann auch schnell. Also wirklich vom ersten Kennenlernen bis, sage ich mal, dann die Anzeige dann mal sichtbar wurde. Ich sag mal so, ich glaube, es waren 3 Wochen maximal. Heutzutage, wenn man eine Werbeagentur beauftragt, da geht das ja teilweise noch mal viel, viel länger. Mhm. Also das ist schön, dass, sage ich mal, so schnell was passiert. Und dann sieht man auch so die ersten Reaktionen im Netz, auch Feedbacks, die, sag ich mal, auch von Patienten, die eigentlich nicht, sage ich jetzt mal, direkt betroffen sind, aber die, sage ich mal, dann die indirekten Weiterträger sind. Da kommt dann relativ schnell dann was zusammen, drücke ich mal so. Ja, schön. Ja, mit Hausaufgaben meinen Sie vielleicht für die Leute, die uns dann auch noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben, einfach quasi, wie schnell man die Person anrufen soll oder wie man vielleicht jemanden anruft oder auch generell, welche Werte man hat, dass man sich nochmal ein bisschen darauf besinnt, wie man als Arbeitgeber wirken möchte wahrscheinlich, ne? Genau, richtig, ja. Ne? Ja. Also erstmal, wie will ich wirken, wie bringe ich einfach rüber? Ist es ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt, sage ich jetzt mal, so eine profane Zeitungsanzeige mache oder bei Social Media was mache. Da muss man, sage ich mal, als Arbeitgeber dann auch mal umdenken, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja das Gute, dass man auch an die Hand genommen wird. Letztendlich, ne?
und da, sage ich jetzt mal, nicht dann da steht und nicht mal weiß, wie es weitergeht. Ne? Sie hatten gerade schon erwähnt, wie wir uns kennengelernt haben. Dann frage ich nochmal, was dachten Sie denn am Anfang über uns? Oder was dachten Sie vielleicht über einen Anbieter, den man sich da reinholt, bevor also, wir... Ich glaube, das war via einer Mail-Initiativbewerbung von Ihrer Seite gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Zuerst, ich meine, ich habe es mit Interesse gelesen, also ich bin tatsächlich auch schon mal an der Mail hängen geblieben, drücke ich es mal so aus. Und dann, wie es der Zufall so wollte, kam dann von meiner Seite dann das Bedürfnis, das kam etwas unerwartet, wie es halt bei Personal manchmal so ist. Und dann habe ich mich auch dann sehr schnell erinnert, weil einfach die Mail auch ansprechend war grundsätzlich, also die Inhalte, drücke ich es mal so aus. Ja, und dann kam gleich recht schnell das die erste Verbindung und das hat mich bestärkt, da weiterzumachen und dann, ja, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt sagen muss, wir sind jetzt von November bis Februar und zwei Mitarbeiter da, ist schon mal das, was ich wollte. Okay, super. Ja, wir machen ja auch sogar noch weiter, darauf freue ich mich schon. Würden Sie uns denn weiterempfehlen und wenn ja, wieso? Ja, weiterempfehlen auf jeden Fall, weil ich ja jetzt, wie Sie schon selber sagten, Herr Gößmann, ich jetzt die nächste Aktion jetzt starte. Jetzt gehe ich weiter von der ausgebildeten Fachkraft rüber, dass ich jetzt entsprechend Azubis suche und habe jetzt festgestellt, erstens funktioniert Social Media gut, zweitens es bringt mich persönlich als auch die Praxis weiter, weil man da, sage ich jetzt mal, auch sein Klientel, sag ich mal, seinen Patientenstamm auch zeigt, okay, wir sind auch weiter, wir entwickeln uns auch weiter. Und die Ergebnisse stimmen natürlich auch. Und deswegen muss ich auch sagen, sollten also Kollegen, Kolleginnen natürlich auch auf diesen Weg aufspringen, weil letztendlich die alten Wege sind perdu, sage ich jetzt mal so vereinfacht. Ne? Ja. Und es ist einfach umzusetzen. Das kommt auch noch dazu. Ja, schön, dass Sie es so empfunden haben und empfinden. Das war es schon tatsächlich. Von daher ganz herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, dass Sie sich als auch viel beschäftigter Zahnarzt diese Zeit nehmen. Und deshalb freut mich umso sehr, dass Sie es getan haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.